Hallo und herzlich willkommen zum Studio Talk der Heidelberg School of Education, heute zum Thema Informations- und Medienkompetenz. Mein Name ist Susanne Kemmer, ich bin Studienberaterin der HSE und hier neben mir sitzt die Julia Werner, unsere Expertin zu dem Thema. Julia, du hast ja für die Heidelberg School of Education das Curriculum Informations- und Medienkompetenz der Zusatzqualifikation, die man dort machen kann, entwickelt und das auch seit 4 Jahren durchgeführt mit regem Zuspruch, wie ich gehört habe. Meine erste Frage wäre jetzt eigentlich, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Weil du hast ein Lehramtsstudium gemacht an der Pädagogischen Hochschule. Die Fächer waren Englisch, Geografie und Politikwissenschaft und hättest dann ins Referendariat gehen können und bist aber dann zu einem Master in E-Learning und Medienbildung gewechselt. Da muss ja irgendwas passiert sein. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen? Ja, das hat tatsächlich schon noch vor meinem Lernstudium angefangen. Ich habe nämlich nach dem Abitur ein Jahr in den USA verbracht und dort in einem College verschiedene Kurse belegt und auch ehrenamtlich in einer deutschen Schule gearbeitet, wo wir schon relativ stark digitale Medien eingesetzt haben. Und das war 2004, 2005. Und in der Zeit habe ich mein Interesse dazu entwickelt, wie man Medien eben zum Lernen einsetzen kann. Und dann in meinen 3 eben genannten Fächern war es auch so, dass diese Fächer sehr medienaffin sind, sehr zugeneigt sind und wir schon damals in den fachdidaktischen Veranstaltungen ja recht gute Anregungen bekommen haben. Und als ich mich dann damals entschlossen hatte, nicht direkt ins Referendariat zu gehen, wurde gerade dieser E-Learning Master eben ins Leben gerufen und dann war für mich eigentlich klar, das ist jetzt erstmal mein erster Weg, um mich in dem Bereich noch mehr fortzubilden, um gegebenenfalls dann später komplett eine andere Richtung einzuschlagen oder es dann in den Schuldienst mitzunehmen. Und dann hat mich mein Weg aber erstmal in die Hochschuldidaktik tatsächlich weitergeführt, habe aber während der Zeit schon gemerkt, Mensch, eigentlich würde ich schon gerne auch mit der Zielgruppe so ab, ja, 8, 9 Jahren bis 16, 17, also so dem Schulalter, doch weiterarbeiten gerne und habe dann noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht als freie medienpädagogische Referentin beim Landesmedienzentrum und mich dann auch im Bereich Kinder- und Jugendmedienschutz eingearbeitet und dort dann freiberuflich gearbeitet. Genau, und so hat sich das dann fortentwickelt. Mhm. Eins hat das andere ergeben und du bist aus der praktischen Erfahrung eigentlich herausgekommen und dafür auch sensibilisiert worden. Warum ist Medienkompetenz so wichtig für angehende Lehrer und Lehrerinnen? Weil sich in den letzten 20, 30 Jahren erheblich viel in dem Bereich getan hat. Und ich verbinde eigentlich die Medienkompetenz mit einer gewissen Demokratiekompetenz mittlerweile. Es hat sich technisch, aber auch in unserer Gesellschaft, wie wir Medien nutzen für das Miteinander, sei es auf nationaler, auf internationaler Ebene, so viel gewandelt, dass ich das wahnsinnig wichtig finde, dass sowohl die Lehramtsstudierenden für ihre eigene Entwicklung sich dort weiterbilden können, aber dann eben auch den Blick schärfen können für die Themen, die wichtig sind, auch in der Schule, um eben auch die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg, wie sie in diese Gesellschaft hineinwachsen, zu begleiten. Und da gehören die Medien einfach dazu und ja, gehen auch nicht mehr weg. Ja. Jetzt reden wir von Medienkompetenz, aber was ist denn das eigentlich genau? Kann man das definieren oder irgendwie ein bisschen klarer fassen? Also ja, klar, da gibt es schon verschiedene Definitionen. So die älteste Definition der Medienkompetenz geht auf Dieter Barke zurück. Diese 4 Bereiche sind auch schon relativ weit umfassend. Und vor allen Dingen stellen sie dar, dass es eben nicht nur um eine reine Bedienkompetenz geht, sondern dass es vielmehr darum geht, dass ich verstehe, wie Medien eingesetzt werden, was im Hintergrund beispielsweise einer Produktion abläuft. Wie ich Informationen recherchieren kann, wie ich sie weiterverarbeite, wie Informationen gegebenenfalls auch von Menschen ja, gefälscht werden können, Falschinformationen vermittelt werden können, wie ich aber auch die Medien einsetzen kann für Unterhaltung oder zur Kunst, um mich in irgendeiner Form auszudrücken. Das heißt, das ist eine wahnsinnige Vielfalt und letztendlich geht es einmal um die Mediennutzung, also wie kann ich sie für mich einsetzen, wie kann ich sie beispielsweise auch zum Lernen benutzen, dann das Medienwissen, was ist ein Radio, wie funktioniert das Fernsehen und die Medienreflexion, wie verändert eventuell auch unsere
unser Medieneinsatz, unser Miteinander, unsere Kommunikation. Das geht hin bis hin zu exzessiven Medienkonsum. Was hat das eventuell auch mit mir zu tun? Also das deckt alle diese Themen ab. Und wie kann ich damit eben kompetent umgehen? Also klingt nach einem größeren Bereich, dem man sich eigentlich auch nur annähern kann und sich da auch permanent mit den Medien, die sich weiterentwickeln, auch selber weiterentwickeln muss. Jetzt hast du ja das Curriculum gemacht für die Zusatzqualifikation. Das können Studierende im Bachelor oder Master, egal ob an der Pädagogischen Hochschule oder an der Universität, durchlaufen. Oder sogar auch Lehrerinnen und Lehrer, die schon fertig sind in der Schule, schon arbeiten und sich da weiter qualifizieren wollen. Was erwerbe ich denn da an Kompetenzen? Was kann ich nachher besser oder inwiefern bin ich nachher schlauer, wenn ich da mitgemacht habe? Also wir haben damals, ich sage wir, weil Christian Spannagel dort auch stark natürlich involviert war in den Vorplanungen zu dem ganzen Curriculum, gesagt, dass es für uns hier wichtig ist, auch die Perspektive der Informatik mit reinzunehmen. Deswegen haben wir das Curriculum so aufgestellt, dass aus der Mediendidaktik, aus der Medienbildung, aber eben auch aus der Informatik Angebote dabei sind. Und die Studierenden zunächst eine Grundlage erhalten, was unter Medienkompetenz eben zu verstehen ist und auch Grundlagen der Mediendidaktik vermittelt wird. Dann geht es weiter mit der Informationskompetenz aus bibliothekarischer Sicht. Dort mache ich beispielsweise solche Themen wie Informationen recherchieren, weiterverarbeiten, aber auch das Urheberrecht und Open Educational Resources und wie kann ich da im Bildungsbereich mit umgehen. Und des Weiteren haben wir dann die Informationskompetenz aus der Sicht der Informatik. Da geht es ganz stark auch um Daten und Informationen, deren Zusammenhang und wie auch die Informatik auf die Gesellschaft einwirkt, beziehungsweise wie auch die Gesellschaft sich mit und unter der Informatik oder den Informationssystemen verändert. Und im zweiten Modul haben wir dann nach dieser eher theorielastigen Einheit gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen auch hier aus dem Medienzentrum ein Angebot geschaffen, das sehr praxisorientiert ist. Das heißt, hier können die Studierenden oder die Teilnehmer insgesamt verschiedene Einsatzmöglichkeiten kennenlernen und auch ausprobieren. Und wir haben hier auch kleinere Formate, wo dann schon direkt praktische Umsetzungen stattfinden. Also auch die Kollegen und Kolleginnen gehen an Schulen raus. Ich habe das dann vor allen Dingen im großen Stil im Projektseminar angelegt, dass man dort die Möglichkeit hat, eben die gelernte Theorie und hier so ein bisschen eingeübte Praxis tatsächlich raus in die Praxis zu bringen und auszuprobieren und zu schauen, sind meine Ideen, die ich jetzt entwickelt habe, praxistauglich? Welche Hürden muss ich eventuell umschiffen? Und was sind aber auch meine Alternativmöglichkeiten, wenn ich das eben mache? Weil die gibt es durchaus auch und das kann auch in dem Moment ein bisschen Angst nehmen, wenn man nämlich das mal ausprobiert hat und sieht, Mensch, irgendwie gibt es immer einen Plan B, den ich doch aus der Tasche ziehen kann. Und das Interesse und die Begeisterung kommt dann eben auch aus dem Ausprobieren, so wie es bei dir ja auch der Fall gewesen ist. Genau. Wenn ich jetzt so gar nicht technikaffin bin, also ich kann vielleicht gerade mein Handy bedienen, aber das ist ja noch keine Medienkompetenz in dem Sinne, wie du es definiert hast. Was wäre denn ein niedrigschwelliger Einstieg, jetzt keine Zusatzqualifikation, sondern einfach, ich interessiere mich für das Thema, wie könnte ich denn mal loslegen? Also es gibt mittlerweile unfassbar viele Angebote tatsächlich. Also das ist wirklich toll in den letzten Jahren, ist da einiges auf den Markt gekommen, weil man eben gemerkt hat, dass man in dem Bereich nachschulen muss. Und das kann man auch relativ niederschwellig machen. Es kommt natürlich so ein bisschen auf den Bereich ein. Also einige fangen tatsächlich mit YouTube an und recherchieren in dem Thema auf YouTube zu Videos. Das gibt's. Es gibt bei also Initiativen wie ClickSafe, gerade wenn man so im Kinder- und Jugendmedienschutzbereich schauen möchte, was gibt es da für Angebote, was kann ich dafür nutzen, auch in Bezug auf Medieneinsatz in der Kombination Angebote, die man sich anschauen kann. Auf inhaltlicher Ebene hat auch zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung schon viele, viele Jahre Angebote, die ich auch gerne in den Seminaren eingesetzt habe, wo man auch schon mal Ideen bekommen kann, wie kann man mediendidaktisch arbeiten da tatsächlich.
Dann gibt es, kann ich empfehlen, die Digital Camps bzw. FOBIS. Das sind also solche Kurzfortbildungen online, die teilweise zu einem kleinen Preis zu erwerben sind, aber auch online kostenlos Angebote gibt. Und ein weiteres Medium, mit dem ich sehr viel gelernt habe, ist tatsächlich Twitter. Also von anderen Kollegen und Kollegen gibt es den mittlerweile recht bekannten Hashtag Twitter-Lehrerzimmer, wo eben auch aus der Praxis sehr viel berichtet wird, Fragestellungen dort aufgegriffen werden und man sich gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, wenn man da dann seine erste Informationen gesammelt hat, Ideen gefunden hat, dann gibt es immer wieder Möglichkeiten, wie auch hier im Medienzentrum, dass man hier in das Medienlabor beispielsweise geht oder in Stadtmedienzentren, um sich dann auch einfach mal niederschwellig Sachen auszuleihen und selbst auszuprobieren. Weil ich glaube, das ist schon wichtig auch für eine gewisse Sicherheit, dass man beispielsweise solche Apps wie den Book Creator, den man sehr vielfältig in allen möglichen Fächern einsetzen kann, oder auch irgendwelche anderen Produktions-Apps, dass man die zu Hause erstmal für sich ausprobiert hat, das vermittelt eine gewisse Sicherheit. Und dann vielleicht für irgendein Thema, was einem total interessiert, sei es auch vielleicht für ein Referat oder so, was man aufarbeiten soll, mal eine andere Herangehensweise zu probieren und sich damit dann die Inhalte zu erarbeiten und vielleicht auch zu präsentieren für das Seminar. Jetzt hast du super viele Quellen genannt, das ist toll. Hast du auch noch ein konkretes Beispiel? Also wenn ich jetzt, ich müsste unterrichten, ist ja egal welches Thema, wie könnte ich denn so eine kleine Einheit mit neuen Medien da integrieren, wenn ich so wenig Ahnung habe und so in den Anfängen stecke? Also das Wichtigste ist sowieso erstmal, wie auch bei ganz analogen Unterrichtsstunden, dass ich mir überlege, was ist das Ziel eigentlich meiner Stunde? und überleg und dann im nächsten Schritt nachdenke, was möchte ich, dass meine Schüler mitnehmen, beziehungsweise wie möchte ich, dass sie den Lernprozess für sich gestalten können oder wie möchte ich ihren Lernprozess gestalten, unterstützen. Soll das auf einer individuellen Art und Weise sein, dass sie sich die Sachen erarbeiten? Bietet sich an, das Thema tatsächlich frontal erstmal gut instruiert durchzuführen und dann in kleineren Gruppen das aufzubereiten? Oder ist es irgendein Prozess, der kollaborativ unterstützt werden soll, also dass die Schülerinnen und Schüler gemeinsam an dem arbeiten. Und sobald ich dann für mich festgelegt habe, welchen Lernprozess ich da anregen möchte, dann gibt es Möglichkeiten zu schauen, was für Umsetzungen in den Medien gibt es, also welche medialen Einsatzmöglichkeiten gibt es. Für das Kollaborative wäre zum Beispiel, das haben wir jetzt auch in unserem Projektseminar eingesetzt, eine Geschichte wie das Etherpad oder das Zoompad. Solche Sachen findet man auch durchaus dann wieder im Netz, auf Seiten. Da gibt es auch verschiedene Sammlungen von Unterrichtsmethoden, die auch danach sortiert sind, welche Lernprozesse unterstützt werden sollen. Und an denen kann man sich dann orientieren. Es gibt beispielsweise auch das schöne pädagogische Rad in verschiedenen Sprachen und für verschiedene Betriebssysteme, wo auch nochmal aufgegriffen wird, welcher Lernschritt, welche Lerntiefe, soll es Tiefenlernen, Oberflächenlernen sein, angegangen werden soll, unterstützt werden soll. Und dafür gibt es dann verschiedene Apps oder Programme, oder eben Methoden, die man nutzen kann, und an denen kann man sich dann orientieren und sich etwas heraussuchen. Also man muss es einfach in die didaktischen Überlegungen, die man ja ohnehin hat, wenn man was vermitteln will, mit integrieren. Und so was ganz Niedrigschwelliges wäre, Schüler loszuschicken, eine Recherche zu machen oder aber auch gemeinsam was zu erarbeiten, wo man mehr interaktiv zugange ist. Es gibt ja auch immer wieder Argumente, warum man das nicht tun will oder sollte. Also Lehrer, die zum Beispiel auch sagen, naja, was mache ich, wenn der Strom ausfällt im Worst Case oder wenn das WLAN nicht funktioniert? Brauche ich dann immer einen Plan B in der Tasche? Das ist doch viel zu aufwendig, da muss ich ja doppelt arbeiten. Also ist es wirklich effizient, mit neuen Medien da zu arbeiten? Das könnte solche Entwicklungen ja auch behindern. Was kann man dazu sagen? Hast du da Erfahrungen? Da würde ich zu sagen, also ich habe vor einigen Jahren aufgehört zu missionieren, sondern
ich arbeite mit den Menschen zusammen, die für sich und von sich aus sagen, das ist für mich eine Art und Weise, das Lernen und Lehren zu bereichern. Da sehe ich Potenziale drin, da sehe ich Möglichkeiten drin, dass meine Schülerinnen und Schüler nochmal anders lernen. Und diejenigen, die sagen, sie machen das lieber analog und können das genauso gut analog machen, dafür habe ich absolut Verständnis, weil auch analog kann man genauso gut lernen wie digital. Es kommt einfach darauf an, wie man es aufzieht. Und für diejenigen, die aber sagen, ich würde es so gerne digital machen, habe aber trotzdem ein bisschen Angst davor, was mache ich denn, wenn es eben nicht funktioniert? Ja, da ist der Plan B definitiv etwas, was ein bisschen Entspannung reinbringt. Und was jetzt die Vorbereitung anbelangt, würde ich immer sagen, bis zu einem gewissen Grade differenziert man ohnehin auch, wenn man seine Materialien vorbereitet. Und so differenziere ich dann auch immer, wenn ich meine digitalen Sachen vorbereite, was wäre denn eine Möglichkeit, wie man es auch analog umsetzen könnte. Denn es gibt durchaus auch immer wieder Kinder, die Probleme haben mit der Auseinandersetzung. Beispielsweise auch lernschwächere Kinder, die mit den Lernvideos nicht so stark lernen oder nicht so gut lernen können, die einfach da Unterstützung brauchen. Und für die überlege ich mir dann durchaus auch nochmal andere Varianten, wie sie eventuell anders an den Lernstoff herangeführt werden könnten. Und also das hat jetzt auch bei dem Projekt wieder für die Studierenden auch Entspannung reingebracht, weil man gesagt hat, okay, gut, das ist jetzt schade, wir hätten es jetzt gerne so gemacht, aber ich habe was in der Hinterhand, das genauso gut funktionieren könnte oder kann und dann die Nervosität so ein bisschen rausnimmt. Ansonsten sage ich immer, wenn etwas nicht sofort nicht klappt, ist das kein Problem. Und da dann tatsächlich die Schülerinnen und Schüler auch als Unterstützung zu nehmen und zu schauen, können wir gemeinsam das Problem lösen. Also ist es ein gemeinsam lösbares oder momentan nicht, dann greife ich auf Plan B zu. Und wenn es der erste Fall ist, dann lernen wir jetzt gemeinsam, wie wir das lösen und leben damit auch eine gewisse Fehlerkultur vor. Weil wir fordern immer, dass die Schülerinnen und Schüler von ihrem Fehler lernen sollen. Und dann müssten wir uns aber auch eingestehen, Mensch, bei mir hat es auch nicht sofort geklappt, aber jetzt gucken wir halt, wie wir es irgendwie gemeinsam gelöst bekommen. Und eventuell haben die Schüler auch eine Chance, sich in ihrer Kompetenz, wie sie vielleicht da eher haben, zu erleben. Ja, absolut. Also es ist eher was Mut und Lust auch macht, aber es muss auch schon so ein Funke da sein, so habe ich dich verstanden, dass Lehrer auf die Idee kommen, das einzusetzen, weil es zumindest am Anfang doch auch mehr Arbeit bedeutet. Ja, das kann durchaus mehr Arbeit bedeuten. Also es ist jetzt digitale Medien einzusetzen, ist nicht per se, dass man dann sich Arbeitsentlastung schafft. Es kann an verschiedenen Stellen, wenn man dann etwas in der Hinterhand hat, etwas Digitales, kann das an manchen Stellen Entlastung bringen. Aber es ist von der Produktion genauso aufwendig wie ein gut durchdachtes und gestaltetes Arbeitsblatt beispielsweise. Und gibt es, wenn man mal andersrum drauf guckt, aber auch Situationen, wo man sagt, da sollten wir auf keinen Fall neue Medien einsetzen? Also das kann man ja auch durchaus auch mal kritisch anschauen. Wann passt es denn nicht oder wo sollte man vorsichtig sein? Also wo Medien natürlich einen großen Vorteil haben, da denke ich jetzt auch an mein Fach beispielsweise, also eine meiner Fächer wieder zurück an Geografie ist beispielsweise, wenn man Dinge, Phänomene in den Klassenraum holen kann, die entweder sehr weit weg sind, sehr gefährlich sind oder sehr schlecht zu erkennen sind, weil sie sehr klein sind, dass man dann die Medien nutzt, um sie in den Klassenraum zu bringen. Für mich würde ich dann aber die Grenze dort ziehen, wo ich sage, da brauchen wir jetzt einen Lebensweltbezug direkt und das ist viel schöner, wenn wir das jetzt an Materialien haptisch gemeinsam erarbeiten können. Da würde ich die Medien stark zurückfahren, höchstens dann vielleicht zur Transferarbeit oder zum Dokumentieren der Ergebnisse, wenn gemeinsam etwas erarbeitet worden ist. Dann, wenn wir jetzt an das Fach Englisch denken, kann man natürlich die Medien wunderbar nutzen zum kollaborativen Arbeiten, auch über die Grenzen hinweg, kulturübergreifend. Da sind sie gewinnbringend. Wenn wir uns jetzt aber über gesellschaftliche Prozesse im Klassenraum unterhalten, würde ich auch hier erstmal die Medien komplett raushalten und tatsächlich dann den Kontakt in der Klasse eher präferieren. Also es kommt sehr stark auf den Lerninhalt tatsächlich an und inwieweit mir die Medien dort einen Mehrwert bringen in den Klassenraum. Sie sollen auf jeden Fall nicht Dinge ersetzen, die eigentlich per se und von Natur schon da wären. Jetzt
um das Gespräch so ein bisschen abzurunden, hättest du noch was, was du den Studierenden mit auf den Weg geben könntest, die noch nicht so wissen, ob sie das Thema aufgreifen wollen, sich vielleicht interessieren, aber auch noch nicht so einen Zugang haben? Was würdest du denen empfehlen? Genau, also hier würde ich erstmal dafür plädieren, ich weiß, das Thema wird später auch im Referendariat nochmal aufgegriffen, da gibt es mittlerweile auch Angebote, aber gerade für die Lernstudierenden, jetzt in der Zeit des Studiums, auch wenn es manchmal anders empfunden wird, hat man nochmal ein ganz anderes Zeitfenster, sich solchen Themen auch zu widmen und das tatsächlich zu nutzen, die Zeit und vielleicht auch die Muße, sich den Themen jetzt schon anzunehmen. Vielleicht auch im Hinblick dessen, um ja, in den Seminaren, die Sie besuchen, nicht Forderungen zu stellen, aber vielleicht Ideen und Impulse einzubringen, wie man Medien einsetzen könnte zum Lernen und Lehren, das Vorleben. Also ich habe hier auch schon Studierende gehabt, die wirklich tolle Produkte auf ihren iPads oder anderen, wir möchten hier keine Produktplatzierung machen, auf ihren Tablets erstellt haben und wo viel passiert ist in ihrem Lernen und die aufgezeigt haben, wie man die durchaus sehr produktiv nutzen kann. Und wenn man solche Kommilitonen und Kommilitonen hat und sich dafür interessiert, sich mit denen zu vernetzen, die Angebote zu nutzen, die ich vorhin schon genannt habe, genau, und ja, einfach sich ein bisschen inspirieren lassen, auch von Lehrern und Lehrern, die schon nach außen präsentieren, was sie eigentlich so im Unterricht einsetzen und offen sein für die Entwicklung und keine Angst haben. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und wünsche dir alles Gute für deine berufliche Zukunft und den Zuschauern und Zuhörern natürlich herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit.